Servus, Freunde des Angelsports, der Marc von Big Bites hier. Heute nehme ich euch mal mit auf die Top Fiction nach Holland. Und für diejenigen, die die Top Fiction nicht kennen, vielleicht in zwei, drei Sätzen gesagt, was das ist. Das ist vermutlich eins der coolsten Festivals, die es im Angelsport so gibt. Das ist, glaube ich, das einzige Festival, was es im Angelsport gibt. Klar gibt es die WPC und den Predator Cup und all die anderen Sachen, aber so ein richtiges Angelfestival gibt es, glaube ich, nur das hier. Naja, egal. Zumindest nehmen wir, das heißt Big Bites nimmt mit zwei Teams teil. Ich habe dieses Mal meine Buddies, den André, den Markus und den Martin dabei. Das heißt, wir haben zwei Teams. André und ich haben letztes Jahr schon teilgenommen an der Top Fiction. Leider konnten wir letztes Jahr nicht ganz so gut abschneiden. Wir waren immer noch im Mittelfeld, aber naja, es geht deutlich besser. Und genau das ist auch unser erklärtes Ziel für dieses Jahr. Wir wollen eine bessere Platzierung als letztes Jahr. Wir wollen aber denselben Spaß wie letztes Jahr und auf jeden Fall auch die gleichen coolen Leute treffen wie letztes Jahr, weil das ist da richtig geil. Ja, ich nehme euch natürlich mit, also das heißt, ich nehme die Kamera mit, ich versuche so ein bisschen mal auf dem Festival auch ein, zwei Sachen zu filmen, dass ihr mal seht, was da so abgeht. Und ja, wenn euch das gefällt, vielleicht habt ihr Bock, nächstes Jahr selber mit auf der Top Fiction zu sein. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist ein Riesenspaß, es macht wirklich echt Laune. Die Leute sind geil, wenn das Wetter passt, das Angeln ist geil, die Gewässer sind geil. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Fische für euch ans Band. Weil das wäre die Voraussetzung für eine bessere Platzierung. Naja, ob uns das gelingt, werdet ihr sehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich packe jetzt erstmal mein Auto, warte auf die Buddies und dann reisen wir nach Holland und melden uns wieder. Bis gleich! Ja, Freunde, wir sind angekommen in unserem Domizil in Holland. Ist das nicht schnuckelig? Ja, die wichtigsten Sachen zuerst. Seht ihr schon den André? Er ist direkt am Grill, damit wir was auf die Gabel kriegen, damit wir gleich stark genug sind, um große Fische zu drillen. So ist es. Die anderen zwei Teamkollegen kommen auch gleich und dann stelle ich euch mal eben das Team vor. So, da haben wir die ganze Mannschaft. Wir haben unseren Kollegen André. Hi. André ist übrigens auch Teamangler bei der Angeldomäne, ja. Tritt aber heute hier bei dem Festival für die Big Bites an. Ja, genau. Haben wir unseren Kollegen Martin, ja, auch wieder mit dabei. Und wer darf nicht fehlen? Der Kuppi. Ja. Hi. Ja, wollen wir erstmal ein kleines Grillerchen machen. Und dann lasst die Spiele beginnen. Ich zeige euch so lange mal eben unser Domizil, das ist nämlich auch ganz nett. Ja, wenn die Kamera sich gefangen hat, hier hausen wir mit kleiner Küche, Bad, Essbereich. Hier hinten drin ein Kämmerchen. Zack, da übernachtet nachher unser André. Ja. Und hier habe ich mich einquartiert. So, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir fahren jetzt gleich nach dem Grillen aufs Festival. Und dann schauen wir mal, was da so geht.
Ja Leute, wir sind angekommen auf dem Campingplatz. Seht das hinter uns? Da stehen auch schon so ein paar Kontrahenten. Ja, jetzt kann es gleich losgehen. So gegen 20 nach 5 ist Startlosausgabe und um 6 Uhr beginnt dann das Angeln. Bis jetzt ist hier alles noch relativ entspannt. Wir stärken uns schon mal und dann wollen wir hoffen, dass gleich ja noch ein paar Fische rauskommen. Ihr werdet es erleben. Ja, viel Spaß zusammen. Dann geht's gleich los. Movie Softbanks. Erster Tag Scale-Ausgabe. Jetzt geht's los. Jetzt fahren wir gleich ans Wasser. Viel Erfolg. Da seht ihr den Frank, noch völlig entspannt. Heute mal für mich am Wasser. Noch kann er lachen. Mal gucken, wie das heute Abend aussieht. Moin, ja, okay. Big Bites 2. Ja. Team Fängt. Ja, viel Erfolg. Gummiversenker. Viel Erfolg. Danke dir. Nochmal Big Bites 1. Jawohl, danke euch. Bis später. Ja Freunde, wir sind an unserem ersten Spot an der Heisel angekommen. Das Turnier hat gerade angefangen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gefischt. Das Schöne ist, wir hatten schon 3 Mikrozander. Alle hier solche Schniepel. Die können leider nicht in die Wertung kommen. Das heißt aber für uns, die Fische beißen. Es ist was möglich. Und vielleicht geht jetzt in der Dämmerung doch ein bisschen mehr. Wir hoffen, es kommt noch einer raus, den wir in die Wertung schicken können. Das wäre Weltklasse, wenn wir Tag 1 direkt in die Fisch in die Wertung kriegen. Aber ihr wisst, das hat viel mit Glück zu tun. Was soll ich euch sagen? Das Wetter war mehr als wechselhaft die letzten Tage. Wir müssen es einfach probieren. Wir schauen mal. Team 2 steht auch eine Buhne weiter. Da konnte ich bis jetzt noch nicht sehen, das was gefangen wurde. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eine halbe Stunde dran. Ich hoffe, es tut sich noch was. Wenn sich was tut, seid ihr auf jeden Fall dabei. Kurzes Update für euch. Hier war es gerade ein bisschen hektisch. Team 2 hat 2 Barsche gefangen, die wir in die Wertung bringen konnten. Und wir, Team 1, haben auch 2 Barsche gefangen, die in die Wertung kamen. Wir haben das Ganze leider nicht auf Film gekriegt. Das musste hier eben alles so schnell gehen. Die Barsche haben im Buhnenkessel geraubt. Wir haben es gesehen, wir haben reagiert, umgestellt, gezockt und direkt 4 rausgekriegt. Wunderbar, so muss es sein. Also es tut mir leid, dass wir euch die Fische nicht zeigen konnten, aber das ist hier alles. Es ist nun mal Turnier und es muss alles schnell gehen. Ich verspreche euch, ihr kriegt noch Fische zu sehen. Bleibt dran. Hey Leute, wir haben eine Stunde vor Schluss nochmal schnell den Spot gewechselt. Wir müssen da sehen, dass wir ein bisschen Strecke machen. An dem ersten Spot gab es nur die kleinen Zander. Gott sei Dank konnten wir ein paar Barsche kriegen. Aber jetzt hat es richtig gerappelt. So schön. Wir hatten erst einen, ich weiß es gar nicht, 54, 55er Zander, oder? Was war's? 55er Zander. Und der André hat gerade noch voll eine oben drauf gelegt. 65er Zander. Ist das geil? Wir haben es auch auf Bild für euch. Ich zeig's euch gleich. Top! Ja Leute, ich habe euch ja gesagt, in der Dunkelheit werden die Zettis munter. Ganz schnell zurück ins Wasser mit dem, damit er weiterlebt. Wir hatten euch Fisch versprochen. Da haben wir einen wunderschönen 64er Zetti. Perfekt, schnell zurück ins Wasser mit dem Tier. Leute! Und das am ersten Wettkampftag. Ja. Von der zweite Zander von. Schnell zurück. Hier. Komm, schnell zurück. Komm. Was ein Drill, Mann. Dann zieht er ab. Ja! Ja! Das ist geil, Alter.
Läuft für uns, würde ich sagen. Petri, danke. Mit uns, Alter. Ja, Freunde, Tag 1 ist rum. Und wir haben ein bisschen was zu feiern. Wenn man in die Wertungstabelle guckt, Team Big Bites 1, Platz 1. Geile Sache, geile Sache. Ich meine, wir wissen genau, wir haben noch 2 Tage zu fischen, da kann sich alles wieder drehen. Aber für uns ist das jetzt schon mal ein Riesenerfolg und wir feiern das gerade einfach. Das ist einfach spitze. Wenn die nächsten 2 Tage genauso gehen, naja, sind wir guter Dinge. Aber das ist halt Angeln, das hat viel mit Glück zu tun. Schauen wir mal, was passiert. Am Ende werden die Toten gezählt. Aber jetzt heißt es erstmal Bierchen, relaxen und morgen um 11 geht es dann weiter. Bis dann. Freunde, Talk Fiction, Tag 2, seht ihr schon, das Wetter, Sonne, Wolkenmix, momentan blauer Himmel, immer noch windig, müssen wir mal gucken, jetzt gestern Nacht hat schwer geregnet, also einmal schön Wetterumbruch, ne, von den letzten Wochen so heiß, jetzt schön abgekühlt, was die Fische dazu sagen, wissen wir noch nicht, gestern lief es ja ganz gut, ja. Ob wir die Platzierung halten können, weiß ich nicht. Es sind sehr viele gute Angler hier. Das heißt, es wird sich heute und morgen sicherlich noch einiges an den Plätzen drehen. Wir geben weiterhin unser Bestes. Ja, jetzt Red Bull, Toastbrot, Frühstück und dann geht's gleich wieder los aufs Turnier. Und hoffen, dass es heute auch so klappt. Bis gleich. So, die Jungs vom Raubfischzentrum sind auch hier, haben 2 Schätzchen mitgebracht, wunderschöne Aluma-Kraftbute, hier vorne das Voyager 175, ein Wahnsinnsboot. Ja, voll ausgestattet, Lawrence, Minn Kota, alles drauf. Und ein bisschen Power haben sie auch mitgebracht. Und hier haben wir noch das 165er Escape. Auch ein tolles Boot. In dem Fall mit Steuerstand. Schön. Einfach schöne Boote. Aber wenn wir schon beim Thema Boote sind, dann muss ich euch natürlich auch noch eins zeigen, weil die Jungs von Rheinlandboote sind ja auch da und die haben uns auch ein Schiffchen mitgebracht. Eine wunderschöne Ranger. Auch ein schönes großes Boot, auch vorne mit Bugmotor. Und 90 PS hinten drauf. Schön. Ja.
Rock'n'Roll. Ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Bei einigen wissen wir, dass es nicht der Fall ist. Wir werden jetzt gleich die Zonen verteilen. So wie gestern. Jetzt die große bei Sandra. Dann kriegt ihr eure Zone und wir rufen die einzelnen Zonen nacheinander rein. Also bitte, nachdem ihr euer Los bekommen habt, eben kurz raus und wir rufen dann nacheinander die Zonen rein. Fängt wieder an mit Zone 1, dann Zone 3, dann Zone 2. Dann dürft ihr direkt wieder losfahren. So, erster Spot für heute, Tag 2. Muss was kommen. André, hau was raus. Gut gemacht. Ja, die kleinen Zander haben wir wieder gefunden. Wo sind die großen? Wir brauchen die großen. Und wieder zurück. Ja, Freunde, erster Spot. Der André hat in der ersten Viertelstunde gerade schon mal 3 Zander rausgehauen. Allerdings alle viel zu klein. Wir haben sie gar nicht gemessen, wir haben es direkt im Wasser abgehakt, dass sie direkt wieder schwimmen können. Es geht gut los und wir hoffen, dass gleich auch was Größeres dabei ist. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Da ist der André gerade im Drill. Ja Leute, das war meine Ansage hier. Live-Biss. Krass. Leider wieder nichts Maßiges. Zack, zurück. Grüße, Jung. Ja, Freunde, so kann es gehen. Heute war definitiv nicht unser Tag. Nach dem Höhenflug kommt der freie Fall, oder wie heißt es so schön? Wir haben heute viele Fische gefangen. Wir haben, ich weiß nicht, 4 oder 5 Zander gefangen. Jetzt gewiss in der letzten 1,5 Stunden noch ja, in die 20 Barsche. Aber nichts für die Wertung dabei. Es war alles nur hier Kleinkram. Tja. So spielt das Leben, ne? Ja, Team 2 hat es, glaube ich, auch nicht besser getroffen heute. Da habe ich auch noch nichts gesehen. Ich glaube, von der Tabelle her sind wir 1 oder 2 Plätze gerutscht. Bleibt noch morgen, um das Beste draus zu machen. Ja. Heute Abend haben wir erstmal schön Anglerbuffet. Da sitzen wir mit allem Mann am Tisch. Das wird, denke ich, ganz nett. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird sicherlich eine schöne Runde bei Bierchen und Frikandel. Und dann sehen wir morgen weiter. Vielleicht geht ja noch was. Wir hoffen's. Bis dann. Ja, guten Morgen, liebe Angelgemeinde. Heute, letzter Tag auf dem Talk Fiction. Wir haben kurz nach 4 Uhr morgen. Ist heute der früheste Tag, an dem wir los müssen. Bin auch total zerknautscht und zerknittert, ey, alle. Da sind wir gestern schon um 10 ins Bett gegangen, wir luschen. Auf dem Campingplatz haben sie, glaube ich, bis, ich weiß nicht, irgendwie 10:50 kamen die letzten Nachrichten gefeiert. Geil, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich finde es echt Hammer. Also fetten Respekt an die Leute, die da so abfeiern. Aber das gehört auch dem Festival da dazu, ne? Das ist ein Angelfestival. Oh, Leute, ich bin so müde. So, André und ich müssen heute gucken, dass wir irgendwie noch ein Barsch in die Wertung kriegen. Und damit wir unsere Platzierung in den Top 10 irgendwie halten können. Und Team 2 muss ich noch ein bisschen mehr anstrengen. Also die Jungs bräuchten wirklich noch ein paar Punkte. Die sind, glaube ich, auf Platz 46. Ja, müssen wir sehen, was jetzt in den letzten 4 Stunden noch machbar ist. Ihr werdet es erleben. Bis gleich.
Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Tag 3 und ja, wir sind mit unserem Latein echt am Ende. Wir haben noch knapp 2 Stunden zu fischen. Wir haben uns heute entschieden, an den Kanal zu gehen, Twente-Kanal. Und bisher 2 Bisse, aber nichts zum Verwerten. Also Hut ab an die Jungs, die am Kanal angeln können. Wir können scheinbar nicht. Das hat hier nichts mit Talsperre oder so zu tun. Da ist keine Struktur, gar nichts. Wir haben uns jetzt Brücken gesucht, Pfeiler gesucht, wie ihr da im Hintergrund seht. Bis jetzt haben wir noch nicht die richtigen gefunden. Wir haben gehört, es wurde schon gut gefangen hier im Kanal, aber es scheint nicht unseres zu sein. Wir müssen jetzt sehen, dass wir noch irgendwas rauskriegen. Wir brauchen ganz dringend noch einen Barsch oder irgendwas, was uns ein paar Punkte beschert. Ich hoffe, es klappt noch. Wir werden sehen. Weitermachen. Das sind die 25 Punkte, die wir noch brauchen. Das ist saugeil, André. Super. Noch nie über so einen Barsch gefreut. Nee, noch nie über 25er Barsch gefreut. Hauen wieder rein. Geil, Junge. Echt geil. Bam. Ja. So, das Event ist gelaufen. Wir haben 3 Tage lang geangelt. Freitag wurden wir mit richtig guten Fischen beschenkt. Gestern war es sehr zäh, heute noch zäher und wir konnten vor einer halben Stunde an dem Spot hier noch einen 26 cm Barsch fangen. Ey, ich glaube, im Leben hat sich noch keiner über einen 26 cm Barsch so gefreut wie wir gerade, oder? Nee, überhaupt nicht. Geil, überhaupt oder? Nicht. Wir fangen bei uns am See, fangen wir diese Größe einfach haufenweise und hier haben wir 2 Tage lang auf einen so einen Fisch geangelt und das war einfach ja, nervenaufreibend. Ja. Ja Leute, die Live-Tabelle ist heute ausgeschaltet, also das heißt, das Turnier ist rum. Wir wissen nicht, wo wir jetzt stehen. Wir sind heute Morgen von Platz 5 gestartet. Wie das Ganze jetzt ausgegangen ist, erfahren wir gleich selber erst bei der Siegerehrung. Wir konnten zwar so bei einigen sehen, wer was gefangen hat, aber wie das jetzt zu den Teams zuzuordnen ist, wissen wir natürlich auch noch nicht. Wir gucken uns gleich die Siegerehrung an und ja, hoffen, dass wir Platz 5 verteidigen konnten. Junge? Geile Nummer, Mann. Vissen zoals wij het in Nederland ook doen. En ja, daar zijn we blij mee. Ja, en is het niet leuker om. Goedemiddag. Is het niet leuker om. Entschuldigung, Jens. Ja, soweit is het schon. Also, mega Nummer. Herzlichen Glückwunsch an Moby Softbait. Ja Leute, das war's mit Talk Fiction 2018. Wir sind euch noch was schuldig. Und zwar unsere Platzierung müssen wir euch noch nennen. Wir haben unser Ziel tatsächlich erreicht. Ne? Wir sind in die Top 10 gekommen, knapp aber drin. Big Bites, Platz 9. Ne? Als Preis gab es für uns 2 Versus-Taschen inklusive Versus Tacklebox. Coole Sache. Ja, geile Sache, oder? Ja, hinter uns ist gerade so eine, vor uns ist so ein bisschen Abreiseverkehr, das kriegt ihr jetzt gerade mit. Ne? Ciao. Aber auf jeden Fall. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat, was wir gedreht haben. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten bleibt uns noch eins, und zwar Danke zu sagen. Danke an das ganze Orga-Team, an alle, die sich hier so geil um alles gekümmert haben. An alle, die noch nicht auf dem Talk Fiction waren, mitmachen. Da haben wir noch so Kandidaten. Wer kommt da ins Bild? Wieder weg. Ist schon wieder weg, unser Angelo. Also wer noch nicht da war, mitmachen. Ist eine geile Party, alles drum und dran, super stimmig. Die haben das im Griff, das macht Freude. Ich würde sagen,
Nächstes Jahr? Definitiv wieder. Ja. Scheißegal, Alter. Platz 9, Rock'n'Roll, Big Bites. Wir sehen uns. Ciao. Macht's gut.